Leute, und herzlich willkommen zusammen zu einer kleinen Folge Let's Play Minecraft, dem neuen Projekt auf dem Kanal. Jetzt auch mit korrekten Audioeinstellungen und besserer Videoqualität. Grund dafür ist mit dem Sound. Ich wusste, ich musste eine Einstellung umändern, die ich falsch hatte, die das doppelte hervorgerufen hatte und es mit dem mit dem Video. Das liegt daran, dass ich einen neuen Bildschirm habe und daher jetzt auch mit besserer Auflösung aufnehmen will. Wir kloppen uns erstmal hier ein bisschen Holz ab. Wir spielen das Ganze auf der Version 1.13.2, also der neuesten Version derzeit. Sobald die 1.14 rauskommt, werden wir auch auf der 1.14 spielen. Und eventuell werden wir das Spiel auch noch irgendwann mal im Multiplayer zocken. Weil fängt ja dann auch das The Forest Let's Play dann an. Mit Kevin, Sandro und mir. Da freue ich mich auch schon drauf. Und die Minecraft Let's Plays, die werden jetzt bis ins nächste Jahr täglich kommen. Also auch an Neujahr. Da kommt aber wahrscheinlich ein Special. Wie an Weihnachten. Nur diesmal halt nicht im Train Simulator. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug Holz und verschwinden mal hier aus der Kuhle. Hier sieht es nämlich gleich schöner aus zum Bauen. Hier am Fluss ist doch schön, oder? Huch, kleiner Ruckler. Passiert bei mir leider, wenn er einen neuen Chunk lädt. Weil die Berge hier im Hintergrund sind nicht so ganz schön. Ich finde es cool, bei der 1.13, da ist man nicht so... da geht er sozusagen smooth nach unten und nicht so abgehackt, wenn man sneakt. Optifine werde ich mir auch die Tage dazu installieren. Und wir spielen mit dem Specs Texture Pack. Für die Ruckler entschuldige ich mich. Warum noch vorne Weltende ist, beziehungsweise so langsam nachgeladen wird, weiß ich nicht. So, dann machen wir erstmal das hier. Ich werde ohne das Buch das spielen. So. Gleich mal ein paar Sticks machen. Für eine Spitzhacke, eine Schaufel und mehr brauchen wir noch nicht. In der 1.13 gibt es auch Beton, fällt mir gerade ein. Und man kann ja schneller schwimmen. Ja, doch eigentlich ganz cool, das 1.13 Update. Aber leider leidet die Performance wirklich stark darunter. So. Buddeln wir uns erstmal hier ein bisschen nach unten. Um ein paar Steine zu holen. Das hier dürften schon Steine sein. Oh, Fortschritt, Steinzeit. Schön. Wir werden uns erstmal ein paar holen. Dass wir auch direkt einen Ofen machen können. Ich weiß nicht, wie man so korrekt in Minecraft anfängt, aber so fange ich jedenfalls immer an. Erstmal Holz holen, dann Stein, um erstmal die Grundausrüstung zu haben. Steinschwert. Und eigentlich auch direkt das da. Genau. Dann kann ich mir nochmal ein paar Sticks machen.
Falls ihr euch wundert, warum auf einmal meine Tastatur so leise ist, das liegt daran, dass ich jetzt eine neue habe. So. So. Direkt noch für meinen Müll eine Kiste. Das hier machen wir auch dazu. So rum, so. Genau, jetzt kann man. Wie funktioniert denn das hier? In der 1.11 war es nämlich. Ach so, Schiff. So. Nö. Komisch. Hä? Oh, ich habe Q gedrückt. Ups. So. Da sind, glaube ich, ein paar Schweine. Tut mir leid, Edgars. Nein, nein, es sind keine Edgars. Es sind Schmettgars. Oh ne, Kühe sind da. Kühe brauchen wir sowieso fürs Leder. Puh. Oh, wir haben schon ein Stück bisschen Level gesammelt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen unnötig, so schnell drauf zu hauen, weil der Cooldown aktiviert ist. Aber bevor die mir abhauen, schlage ich lieber 10 mal mehr drauf. So. Weil so können sie gar nicht erst abhauen. Ah, Edgar. Oder kennst du Edgar? Bist du bestimmt ein Edgarianer. So. Also, ob wir hier auf dem. Da unten oder hier oben? Ich tendiere ja schon fast zu hier oben. Oh, da ist auch Zuckerrohr, das ist ja perfekt. So, ah, ich glaube, wir fahren. Obwohl. Ja, doch, dann hole ich das Zeug von da unten hier hoch. Oh. So, die Axt benutzen. Und hier auch nochmal die Axt. So. So, Sand könnten wir auch direkt holen. Für Glas. Dann haben wir einen neuen. Naja, hier, so, so. So, 19 sollte reichen. Habe ich denn. Hatte ich einen Ofen? Ne, hatte ich nicht. So, wir bauen bei den Edgarianern hier oben und bei dem Teich. So, womit fangen wir denn an? Ja, erstmal Holz in die Hand nehmen. Und die Truhe. Bevor ich sterbe und das ganze Zeug verloren geht. Das vielleicht nicht. So. Gut, ich sollte eigentlich auch gleich nochmal Stein farmen gehen. Weil das hier sollte man vielleicht. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte das ja eigentlich so flach machen. Um hier ein gerades Haus hinzuzaubern. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich das Haus bauen will. Aber ich finde gut, dass wir schon mal Samen haben. Um Weizen anzupflanzen. Sieht irgendwie überhaupt nicht aus wie Gras. Aber ist es anscheinend. So. Fangen wir mal hier an mit dem Boden.
Ich will jetzt nicht zu Anfang das größte Haus hier bauen. Oh. Ich bin auch jetzt nicht der größte Profi in Minecraft. Aber vielleicht können wir mich ja zu einem machen. So, und jetzt haben wir schon ein Problem. Denn es wird Nacht. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie macht man denn Beton hier? Das war, glaube ich, Gravel und Sand, wenn ich mich recht erinnere. So. Ah. Aus dem Wasser, das ist der blöde Cooldown. Ich hoffe, das ist überhaupt richtig, dass man den braucht. Oder war das Clay? Obwohl, Clay kann man nicht als Ganzes abbauen. Das wäre. Waren auf jeden Fall richtige Blöcke. Oh, wir haben auch schon zwei Flints. Also Feuersteine. Gut, dann soll ich den Sand noch rausholen. Ne, hier noch und hier noch. Wie war das denn nochmal? So, dann. So. Wie ging das denn nochmal? Irgendwie konnten wir alle wegmachen. Egal. Gut, außer. Oh. Gut, dann gehen wir vielleicht erstmal nochmal einen Ofen holen. Sonst sterbe ich gleich, weil ich verhungere. Und dann sollten wir uns schnell ein Bettchen bauen. Okay, das funktioniert da oben nicht. Eigentlich müsste ich noch weiter graben, weil ich Kohle brauche. Aber fürs. Ich habe gar kein Holz. Gut, dann müssen wir auch noch kurz das Holz da hinten holen gehen. Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Da hinten steht ein Skelett. Erstmal Fleisch rausholen. Hier rein bis auf 1. Das esse ich mal gerade so. Hat jetzt zwar nicht allzu viel gemacht, aber. Huch. Ja, Aimbot. Oh ne, 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 ne. Das macht man nicht. Nicht mit dir. Gut, er kommt nicht hinterher. Kann ich ihn aufhauen? Oh, nee, nee. Bräuchte dringendst Fackeln. Oh, cool, der hat direkt einen Bogen gedroppt. So, jetzt habe ich schon zum dritten Mal hier reingeguckt. Was brauche ich denn jetzt? Achso, Wolle wollte ich noch holen. Alarm, Alarm, Alarm. Weg von meiner Base. Bitte, danke. Nein, 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 nein. Ach, Scheiße. Danke dafür. Ah, gut, ein neues Schwert wäre jetzt nicht das Problem. Einen davon da rein.
Reicht das? Ah, ich mache lieber noch einen zweiten rein. So. Dich muss ich leider zu normalem Holz verarbeiten. So, und jetzt brauche ich schnell drei Schafe. Warum habe ich den schon wieder auf der 1? So. Ja, Mel. Wolle 1. Wolle 2. Wolle 3. Jetzt nur noch heil nach Hause kommen. Und schnell weg vom Creeper. Ah ne, der folgt mir nicht mehr. Gut. So, dann schnell was essen. So. Oh ne, als ob das. Gut, wir brauchen noch ein Schaf. Als ob hier kein. Oh Mann, ey. Läuft gerade alles nicht mehr so geplant. Nicht mehr wie geplant, so rum. Auch wenn ich überhaupt nichts geplant habe, aber es läuft nicht mehr so. Ich glaube, mit. Ne, mit zwei geht das nicht. Mit zwei verschiedenen. Irgendwie kriege ich es nicht so hin. Warum bist du kein weißes Schaf? Gut, da hinten ist noch mehr Zuckerrohr, das kann ich mir merken. Kann gucken, ob ich die Wolle färben kann. Knochenmehl. Ja, so. So, so. Ah, okay, so nicht. Gut, dann versuche ich es doch, ob es so geht. Drei Holz. Nö. Nee. Ich weiß nicht mal, ob man ein Bett wirklich überhaupt so baut. Aber YOLO. Wir müssten eigentlich auch nochmal zurück nach da hinten. Weil da hinten diese Bäume hier waren mit dem Holz. So. Ah, ich weiß auch gar nicht, wie lang schon die Folge schon geht. Müsste ich gleich mal gucken. Aber wenn sie ein bisschen Überlänge hat, dann ist halt so. Oh. Geh weg, du blödes Snitch. Geh weg. Ey, jetzt schon dreimal hier. Viermal. Ah, geht doch. Ey. Du auch noch. Dropkick in die Fresse. Tschüss. Oh ja. So, danke, tschüss. Okay. Dann noch ein bisschen Holz holen. Für die Hütte. Das ganze Spiel im Normalmodus, also ich habe nichts auf Hard gestellt oder so. Und ihr könnt mir ja auch mal gerne Fragen stellen. Bezüglich meine Let's Plays oder über mich oder so. Und ich werde die dann im nächsten Video oder so beantworten. Bezüglich entweder von diesem Kanal oder meinem Hauptkanal. Vielleicht werde ich das Let's Play auch auf meinen Hauptkanal verlegen. Kommt drauf an, wie groß das Interesse ist. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das
Let's Play-Format auf dem Kanal hier beibehalte oder auf meinen Hauptkanal umsteige. Das kommt drauf an, wie groß das Interesse ist. Also, kommt drauf an, wie groß das Interesse bezüglich auch unserer Größe ist. So, jetzt gehen wir mal zurück nach Hause. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Doch weiß ich, in die Richtung. So verpeilt bin ich doch nicht. So, und wir haben auch mittlerweile drei Wolle. So, aber das mit der Performance dürfte ja klar gehen. Klar. So, jetzt mal gucken. Och nee, geht doch weg da hinten. Ja, komm her. 1 plus 1. Komm her. Ja, feiner Creeper. Da war ich wohl zu nah dran. Aber egal, wir stopfen das Loch. Ich habe ja genug von dem Zeugs. Loch geflickt. Das Loch auch noch flicken. So, zwei Löcher geflickt. So, jetzt einmal. Oh ja, das sieht schon besser aus. So. Und so. Ja. Weißes Bett. So, dann einmal das hier auf die. So. Falls ihr auch ein sozusagen Minecraft-Anfänger seid wie ich, das kann man mit Shift und dann 1 bis 9 belegen. Wenn ich jetzt Shift 9 drücke, dann ist das auf der 9. Wenn ich jetzt wieder Shift 5 drücke, ist es wieder da. So. Weil ich sowieso der letzte Honk bin, der 2018 mit Minecraft anfängt, dürfen das sowieso die meisten wissen. Obwohl, nee, warte mal. So. Ja. Werde ich eins nach hier verlegen. Kann ich hier noch ein Fenster reinquetschen. So. Genau, hier rein. Ich habe das schon mal hier reingetan. So. Das ist gut, dass es direkt zwei sind. Hier kommt ein. Oh. Gut, hätte ich auch mit meiner Axt machen können. Aber hätte Fahrradkette. So, jetzt gucke ich aber mal gerade, wie lang die Folge schon geht. Oh, 25 Minuten. Gut, dann würde ich es hierbei erstmal belassen. Bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Freut mich natürlich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr, tierisch freuen sogar, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und ciao mit VX. Do you want me to?